Salut miteinander, schön, dass ihr da sind und willkommen auf meinem Kanal. Wir befinden uns hier in Schaffhausen, wo gerade Hafen ist oder so, was ähnliches. Und hier startet die Route. Vom Bahnhof ist es auch ausgeschildert, mehr oder weniger hier oben. Das ist nicht so weit weg, findet ihr mit der Navigation auch. Und in die Richtung geht es gerade los. Linke Seite können wir baden. Hier gibt es eine Rheinbade und sogar noch eine Sauna. Gerade wieder an, he? Die Bahnli-Ausfahrt. Hier unter dieser Brücke gibt es auch WC. Gefährlich, was da in diesen WC rumliegt. Okay, gehen wir wieder schöne Sachen anschauen. Oh, Schaffhausen-Polizei. Wir müssen hier rauf. Das 2 ist links, da bin ich schon mal durch. Mit einer anderen Route. Aber offenbar muss ich jetzt erst wieder zurück irgendwie. He? Oben drüber, so wie es aussieht. Aha. Über eine Brücke drüber. Irgendeine andere Schlange. Jetzt heisst sie drauf. Weg vom Rhein. Das dumm, dann ist ja eben zum Dreiruten. Kurz hier Information, die ich meistens oder immer am Anfang vom Film mache. Ich sage nur meistens, weil wenn ich es vergesse, mache ich es nicht. Und zwar gilt dort die Regel wie beim Wandern. Wenn nichts angeschrieben ist, geht man geradeaus. Weil aber nicht immer alles aktuell ist. Und wenn man bei einem Kreisel steht, hinter mir ist ein Kreisel, ist dann das alles nicht immer ausgeschildert, wo man durch muss. Ja, es könnte auch rechts abbogen sein, aber wenn da nichts ist, geht man normalerweise auch so, wie wenn der Kreisel nicht dort wäre, heisst eben geradeaus. Dann ist dann mein Frage, was ist geradeaus? Fahren im Kreisel drumherum und dann sehen wir vielleicht einen da. Das ist bei mir bei der letzten Etappe von der anderen Tour, die ich gemacht habe, wo ich jetzt sofort hat Schaffhausen beendet habe, den Fall gesehen. Und das ist ein Neuhausen am Rheinfall, wo ich mich befinde. Heisst geradeaus, geradeaus. Gerade nochmal, noch nicht weiter weg dort vorne. Gerade noch Banden, Radfahrer geholfen, die durch sind. Wir müssen zum Rheinfall. Wir kommen ja zu Schaffhausen an den Rheinfall in die Nähe. Wahrscheinlich sehen wir es auch. Würde ich mir jetzt gut vorstellen, dass es Sinn macht, dass man die Route dort vorbeifährt, damit man das sieht als Attraktion. Sehenswürdigkeit. Und warum sage ich es nicht weiter vorne vom Kreisel? Ist nachher hier hinten ja, ein grosser Spielplatz. Ist eigentlich für Kinder gedacht, aber das Gute daran ist, es hat dort ein Bänkchen und einen Tisch. Wo ihr auch im Schatten könnt kurz etwas essen und trinken, wenn ihr mal Schatten braucht. Weil, wie gesagt, hier auch wieder alles in der Sonne. So, Teleso, wenn ihr da vorne steht, dann sind ihr entweder so gefahren wie ich, oder eben, wie gesagt, ihr kommt von nebeneinander. Ich erzähle euch die Sachen so, wie ich es jetzt gerade erlebe. Ihr müsst immer davon ausgehen, dass das zu dem Zeitpunkt so ausgesehen hat, wie ich es gesehen habe. Und die Kommentare und die Sachen sind zum jetzigen Zeitpunkt, das kann immer anders sein. Warum melde ich mich wieder? Jetzt habe ich hier eine Links-Rechts-Verzweigung und zweimal eine 77, obwohl auf dem einen steht Schaffhausen. Und von dort bin ich ja eigentlich gekommen, das will ich ja nicht annehmen. Also müsste ich weg. Tut mir leid, der Krach, die sind hinten gerade Fassaden am abgerüsten. Muss ich rechts rauf. Was ich jetzt schade finde, für die, die mehr Zeit haben, die gehen hier links runter. Weil links unten kommen wir zum Rheinfall.
Das heisst, wenn ihr da 5 Minuten würdet laufen mit dem Velo, sind ihr wahrscheinlich eben schneller. Wenn ihr den Dreifall anschaut, das lohnt sich auf jeden Fall. Ihr könnt ihr selber schauen im Internet. Rheinfall in Schaffhausen. He. Ich gehe jetzt oben weiter und schaue, ob ich es mit der Drohne noch filmen kann. Hier haben wir eine allererste ziemliche Steigung. He. Unten beim Kreisel bis da oben. Das kommt halt auf dem Filmen nicht so über, wie es wirklich ist. Aber glaubt mir, es ist steil. Für den ersten Tag, wo zuerst die Kondition muss aufgebaut werden. Hui! Ja, wunderbar ist nicht, aber jetzt konnte ich euch ein paar Aufnahmen von oben zeigen. Von hier war ich gerade ein guter Ort, wo ich nicht weit weg bin. He. Erhöhte Position hat mich jetzt wieder eine Zeit aufgehalten. Will ich euch auch mitteilen. Ich weiss nicht, wie eure Probleme sind mit dieser Drohne. Ohne Werbung zu machen. He. Die drei Buchstaben, zwei. Doch, es sind drei Buchstaben. Bekannte Firma, die Drohnen herstellt, hat sie eingeschickt, weil ich ein Problem hatte, mehrere. 3 Monate gewartet. Jetzt wieder mit der Drohne geflogen. Ich habe vorher schon geflogen, um zu schauen, ob es geht. Und die gleichen Probleme habe ich immer noch. Ich frage mich, was die gemacht haben. Und die Garantie ist abgelaufen jetzt. Neuhausen Bahnhof sind wir. Jetzt auch eine Wandertafel mit der Höhenangabe. Und es geht immer noch rauf. Richtig meinem ersten Übernachtungsplatz. Ist mir einmal in Schwung, muss man wieder bremsen. Oh, jetzt ist es schon runtergegangen. He? Also, dort hinten bin ich jetzt gerade hergekommen, wo ich unten durchgefahren bin, wo ich den Schwung weg hatte. Und wenn ihr hier über die Strasse geht irgendwie und über die Brücke fahrt, habt ihr auf der anderen Seite die Möglichkeit zum Essen und Trinken kaufen. He? Hier angeschrieben, Montag bis Sonntag vom 6. bis 10. Je nachdem, wie gesagt, die Sachen, die ich hier mache, meine Aussagen gelten für jetzt und wie es ein anderes Mal aussieht, auch keine Garantie. Zeugs dabei, he? Aber das ist alles, wenn ich mal nicht gerade dazukomme, im Normalfall. Und darum gehe ich mir gerade noch etwas holen. He? Da ist auch ein Shop, wo man Sachen kaufen kann. Wunderbar. Liegt gerade auf dem Weg. Ah, wunderbar. In diesen Shops gibt es auch WC, Handwaschen, frisches Wasser. Der schier endlos lang werdende und nicht aufhörende Strasse, die direkt, wie ihr gesehen habt, neben der Bahnlinie ist. So weit wie ich sehe, sehe ich nur eine Strasse. Aber immerhin, es ist eben, so bei mir auch bewusst gewählt, Routen her, am Anfang von diesen paar Tagen, die eher flach sind. Für meine Verhältnisse flach.
dass ich mich zuerst ein bisschen reingewöhnen kann, ans Velofahren, längere Strecken wieder machen. Von hier bin ich gekommen. Da habe ich da vorne schon gedacht, der Hügel hier auf der linken Seite, also von dort hinten rechts, sieht seltsam aus, bin aufgestiegen, bin schauen und weiter vorne kann man auch rein. Da steht irgendetwas von Hektaren, wo Grünland bildet, Sauerstoff und so weiter. Da hinten ist ein richtig toller Platz. Das sieht richtig genial aus. Wenn ihr mehr sehen wollt, müsst ihr selber hinterher schauen. Da ist man richtig schön versteckt da hinten. Richtig cool. Und da hat es wieder ein Bänkchen aus Beton. Aber es hat ein Bänkchen hier im Schatten. Hier hinter mir war wieder ein Brunnen, aber kein Trinkwasser. Dankeschön. Ich muss dann voll, ja, sie führen die durchs Städtchen durch, wie es aussieht. Wir müssen immer jetzt ein bisschen schauen mit dem Gockel, wie ich noch gerade fahren muss, wegen dem Schlafplatz. Grosser Brunnen, auch wieder kein Trinkwasser angeschrieben. Naja, 1767, oh, das ist ein bisschen älter. Von hier bin ich jetzt gekommen, wo noch die verschiedenen Häuser den Eindruck bekommen haben. Dort hinten hat es etwa drei Brunnen grosse. Dort ist nochmal ein Brunnen. Dort ist nochmal ein Brunnen. Und die sind alle so gross, da kannst du drin baden. He. Einkaufsmöglichkeiten haben wir auch genug. Da kommen wir schon wieder am Laden vorbei. He. Also auf dieser Etappe hier fehlt es nicht an Möglichkeiten zum Essen oder Trinken zu besorgen. Und der Bahnhof ist da auch gerade so, wie es aussieht. He? Siebingen oder geht der Bus auf Siebingen? Ja, DB steht, Deutsche Bahn. He? Bin ich im deutschen Bahnhof? Ich bin doch in der Schweiz. Also von hier hinten bin ich jetzt gerade gekommen. Dann geht es hier rechts. Und es geht dort rauf. Die offizielle Route geht hier oben durch. Was bedeutet, dass ich nach meinem Schlafplatz wieder hier weiterfahre. Weil von hier ist es jetzt am nächsten dort an, wo ich muss, zu meinem Schlafplatz. Den Weg brauche ich dir nicht sehen. Das ist ja keine offizielle Route. Ich melde mich nochmal schnell beim Schlafplatz. He. Mein Zelt steht. He. Alles parat zum Schlafen. Das Insektennetz machen wir zu. Von innen hat man noch ein zweites zum Zumachen, aber so kann man durchlüften. Ja, den habe ich auch schon offen. Das nennt sich die sogenannte Abseide. He. Wenn man einen aufmachen kann, kann auch schräg abspannen. Und wenn ich den schräg abspanne, sieht das so aus wie hier vorne. Hier ist jetzt noch offen zum Durchlüften. Und am Schluss, wenn man Ruhe haben will und nichts rein sehen will, kann man zumachen. Man kann es aber auch offen lassen, weil innen hat man auch noch mal etwas zu zumachen. Hier innen kann man gut etwas deponieren, wenn man jetzt das Zweite ist. Da kann man locker das Zweite drin sein, sogar das Dritte. Aber dann hat man nicht viel Platz fürs Gepäck. Wunderbar. Vorläufig habe ich mein Velo hier festgemacht. Das ist noch ein Verbesserungsvorschlag von mir. Dann, man hat nie eine Möglichkeit, dort hinten ein Velo festzumachen, weil das ja eigentlich so geplant war für Wohnmobil. He? Wohnmobilstellplatz. Wahrscheinlich darfst du dann auch nicht zelten, wenn das überfüllt ist. Wie auch immer. He? Ich habe jetzt Glück, ich kann hier hin. Hier hat es Tischchen. Hier kann man gemütlich zusammen sitzen. Und dort hinten hat es eine ganze Tafel. Eigentlich kann man hier einfach kommen, ohne anmelden, wie es aussieht. He? Hier ist der Kontakt getroffen, man kann einen Zettel ausfüllen, geht rein, man kann mit Wind zahlen, man kann eine Bar zahlen, man kann denen anrufen, sie sind gerade noch im Bau, das ist ganz nagelneu da alles, da kommt wahrscheinlich da mal noch eine Lampe an, wir können sie hier etwas mit der Velo machen auf der Seite, wie auch immer. Ein WC und eine Dusche, auch überrascht, habe ich auch nicht gewusst, alles neu, nagelneu, schönes WC.
Ja, Damen, Herren-WC, kein Pissoir, ein normales WC, Lavabo. Ja, wollen wir hört sehen. Sie sind immer noch am Arbeiten nebenan. Gehen jetzt noch duschen. Hervorragend, und das mache ich jetzt nämlich. Ich würde jetzt duschen. Denn an so etwas muss man auch denken. Oh, muss auch Zeugs mitnehmen, dass man duschen kann. Badhose habe ich auch dabei. Wenn man mal immer mit der Badhose duschen will oder eben irgendwo in das Wasser reingeht, in den See, in den Bach, was auch immer. Whatever. Also, das war's gewesen. Der scheint gerade wegzugehen mit dem Wohnmobil, der dort steht. In dem Fall sieht man sich wieder morgen am anderen Ort, wo ich heute aufgehört habe. Hallo zusammen, schön, dass ihr dran geblieben seid. Es geht weiter. Ein schöner Übernachtungsplatz gesehen. Hier bin ich gesehen. Eine Google-Rezession habe ich hinterlassen. Ich bin super zufrieden dort. Alles hervorragend. Bis auf kleine Details, aber sie sind dort noch im Bau. Ist noch nicht alles ganz fertig. He? Demzufolge gibt es gar nichts meckern. Oha, beim Bahnhof Wilchingen, Hallau. Geht es nicht auf der Strasse weiter, da muss ich irgendwie unter dem Bahnhof durch. Das ist ein Stegensymbol, ich hoffe nicht, dass es ein Stegen ist. Okay. Das Symbol hat da vorne gezeigt, aber da ist es nicht. Es zeigt einfach, dass man da rüber muss. Aha. Schauen. Ah, da hinten geht es runter mit dem Velo. Ja, wunderbar. Ist sogar so gemacht, dass man mit dem Velo runter darf. Hervorragend. Bis jetzt ausgeschildert, wenn man hinten rauskommt, sieht man gerade, wo man durch muss. Wenn man durch die Unterführung runter geht, ist auch wieder ein Pfeil oben. Eine kleine erste Steigung am Morgen zum Wachwerden, nachdem wir vorher haben. Am Sonnenblumenfeld verbiesen. Jetzt scheint es am Moment auf der Hauptstrasse entlang zu gehen. He? Was nicht unbedingt an mich schlecht ist, weil an der Hauptstrasse eher einmal irgendein Geschäft ist, wenn man etwas braucht zum Einkaufen. Jawohl, kaum hast du es davon. Eine Minute später haben wir schon den ersten Einkaufsladen, da hole ich mir jetzt schon mal das 9. He? Ja, die Freude herrscht kurz. He? Ist zwar alles angeschrieben, aber wegen Umbau geschlossen, obwohl die Tür offen war und alles. Ich dachte, ich kann rein. Sie sind gerade rausgekommen und haben gesagt, es ist zu. Ich fahre jetzt so weiter auf der normalen Route. Sie haben gemeint, da weiter vorne, also die vom Laden. Es ist auch noch ein neues Geschäft. Mal schauen, ob das auf meiner Route liegt. So wie mein Gespür halt immer ist, die schon auf meine Filme geschaut haben, werden das feststellen. Wenn mein Gefühl sagt, schauen auf die Navigation. Obwohl da auf der rechten Seite ein Velozeichen ist. Das heisst, wenn wir bei diesem Laden ein Stück weiter geradeaus fahren, haben wir schon wieder einen Brunnen. Und genau hier sind wir nicht mehr auf der Etappe, wo wir sein müssen. Jetzt fahren wir wieder zurück. Und dann zeige ich, warum ich falsch gefahren bin. Ich möchte zukünftig weniger meckern in den Filmen. Nicht, dass ihr das Gefühl habt, da ist ein Haufen nicht gut. Hey, obwohl es halt manchmal der Fall ist. Hier ist der Laden. Und wie ich am Anfang gesagt habe vom Film, wenn man nichts sieht, fährt man geradeaus. Hey? Was nichts anderes bedeutet, als geradeaus zu fahren. Dann sehe ich aber links eine Tafel. Hat mich schon irritiert, weil beides mal 77 nach oben zeigt, was irgendwie nicht hätte sein können. Mit ein paar Zursachen ist ja in die andere Richtung. Hey? Rasandingen ist zwar auch wieder in die Richtung, weil das ist dort hinten, also irgendwie ist das leicht verwirrend und meine Etappe führt mich nämlich auch ganz in eine andere Richtung. Schauen wir mal. He. Das ist definitiv so. He. Die Tafel, die oberste, Schaffhausen ist ja von dort, wo ich komme, he. Die oberste ist falsch, die haben sie falsch ausgerichtet, die müsste hier rechts rauf, also direkt an dem Laden vorbei geht es hier rechts rauf.
werfen wir nochmal einen Blick zurück. Das ist vorher ein bisschen aufgegangen beim Laden. Das ist die Richtung, wo ich jetzt von hier, wo ich gekommen bin. Und weiter geht es für mich in dieser Richtung.